Ja, Leute. Und da bin ich wieder. Habt ihr immer noch Bock auf Zelda, obwohl wir es durchgespielt haben? Ich auf jeden Fall. Und es gibt ja noch ein paar Items, die uns noch fehlen. Genauso wie Herzteile und Skulltulas. Wie ich schon erwähnt hatte, werde ich Skulltulas wahrscheinlich nicht alle sammeln, aber die Preise werde ich euch alle mitteilen, die wir dann dafür bekommen, wenn wir eine bestimmte Anzahl gesammelt haben. Aber die Herzteile werde ich auf jeden Fall alle sammeln und die restlichen Items natürlich. So. Jetzt haben wir hier natürlich drei Dateien, wo ich überall Kia heiße, aber ich nenne mich auch immer so. So, da ist unser Spielstand. Da steht zwar, dass wir 0-mal gestorben sind. Ja, richtig gestorben, wo wir dann das Spiel abspeichern konnten, sind wir ja auch wirklich gar nicht. Nur, wir sind öfters mal umgekippt, aber wurden halt von Feen wiederbelebt. Aber das zählt halt nicht richtig als Sterben. Von daher sind wir im Prinzip nicht einmal richtig gestorben. So, hier stehen wir wieder in der Zitadelle der Zeit. Und ja, wir haben 14 Herzen, also bleiben uns noch ein paar Herzteile offen. Wir haben ja jedes Herzteil von jedem Boss eingesammelt. Von daher brauchen wir nicht nochmal in die ganzen Tempel zurück, um da die ganzen Herzcontainer einzusammeln. So, dann überlege ich jetzt gerade mal. Was können wir denn als erstes machen? Also, die Herzteile würde ich erstmal noch am liebsten verschieben. Oh, Scheiße, jetzt lassen wir mich wahrscheinlich gleich da. Nee, ich wurde nicht getroffen, okay. Normalerweise habe ich manchmal ganz schön Lust darauf, diese ganzen Zombies hier zu verboxen. Naja, zwei Schläge und die sind weg. Ja, ich würde erstmal vorschlagen, wenn wir jetzt so mal in das Inventar gucken. Hier bleiben ja noch die Pfeile offen. Und aus Majora's Mask wissen wir ja, dass da logischerweise die Eispfeile hinkommen. Und die werden wir uns jetzt auch erstmal holen. Und dazu müssen wir, wie gesagt, schon in die Gerudo-Arena. Und werden jetzt erstmal Epona rufen, damit wir dort erstmal hinreiten können. Ja, jetzt haben wir auch die Krafthandschuhe, beziehungsweise jetzt schon die Titanhandschuhe. Jetzt können uns da drin ja auch wohl wirklich gar nichts mehr passieren. Genauso wie den Spiegelschild. Also, falls da jetzt irgendwie so ein Schigimigi wie, leite das Licht um, damit die Sonne scheint. Wenn da das so ein Scheiß kommen sollte, dann sind wir dagegen jedenfalls auch bewaffnet. Das ist schon mal sehr gut. Also, da sollten wir jetzt gar keine Probleme mehr haben, dass uns irgendetwas fehlen sollte. So, was uns dann noch fehlt, ist ein Gegenstand, den wir bei einer Fee wiederbekommen. Und also ich hatte ja gesagt, dass wir jetzt schon alle Feen haben. Da habe ich mich dann doch getäuscht. Nämlich anhand eines Kommentars konnte ich dann wieder sehen, dass man noch einen Gegenstand durch eine Fee bekommt und wo genau die sich diese Fee auch befindet. Habe jetzt nur gerade wieder vergessen, weil ich da anscheinend noch nie bei dieser Fee gewesen bin. Und den Gegenstand kenne ich zwar, aber ich war wohl noch nie da und habe mir den mal so selber abgeholt. So, jetzt sind wir schon hier im Gerudo-Tal und werden jetzt einfach mal, ja, genau, Epona Stopp ab. Den Fehler haben sie in Ocarina of Time 3D auch noch nicht entfernt. Aber vielleicht reite ich auch einfach nur doof und das ist auch gewollt, dass es so ist. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall gleich in der Gerudo-Arena. Und dann können wir jetzt endlich mal die machen. Besonders weil ich sie ja noch gar nicht richtig kenne. Von daher ist es mal Neuland für mich und vielleicht auch mal was Neues, Interessantes für mich. Epa. So. Ah ja. Die schieben hier immer noch Wache, auch wenn es abends ist. Genau. Naja. Das ist die Gerudo-Arena. Wenn du 10 Rubine zahlst, darfst du hinein. Klatsch, klatsch und offen ist es. So. Ob unser letzter Fortschritt schon abgespeichert wurde? Ich weiß es nicht. So, schauen wir nochmal nach oben. Nein, scheint nicht so. Ja, wir haben ja auch gefailt, weil wir die Krafthandschuhe nicht haben. Wayne Train. Dann werden wir einfach nochmal hier einen Fall reinschießen. Da erscheinen ein paar Truhen. Und die werden wir dann gleich mal öffnen. Zack. Und was ist da drin? Ah ja, 5 Rubine. Jetzt kriegen wir erstmal unsere ganze Kohle wieder. Für die Leute, die das halt so wie ich hier nicht kennen, einfach reingehen und dann
10 Rubine dafür bezahlt haben. Naja, okay, nicht ganz, aber... Gut, dann werden wir nochmal links anfangen. Das kennen wir ja schon, aber das werden wir genau aus diesem Grund halt nochmal machen. Nur wenn du die Prüfung in den verschiedenen Räumen bestehst, wirst du unseren streng gehüteten Schatz erhalten. Ja, und der streng gehütete Schatz ist eben, sind eben die Eispfeile. Du hast nur begrenzt Zeit, um alle Gegner zu beseitigen. Ah ja, stimmt, das waren ja diese scheiß Skelette hier. Genau. Hey. So, dann kommen wir ja. Ach ja, das ist ja so gemein, weil man hier einsinkt in den Sand. Zack, von hinten, zack, von hinten und umgenietet. Oh. Zack, zack. Na, willst du nochmal was aufs Maul? Zack. Tja, muss ich wieder gegen solche schlechten Gegner hier kämpfen. Aber das macht Spaß. Zack. Und ein Schlüssel, okay. Wofür brauchen wir den? Kommt wahrscheinlich irgendwann mal zum Einsatz. Sammle die weißen Juwelen, jedoch umgehe alle Fallen und Gefahren. Ah ja, stimmt, hier kommt ja dieses scheiß Feuer raus. Oh Mann, da muss man ja jetzt, muss ich ja jetzt wieder genauestens aufpassen. Und nicht nur das, jetzt kommen auch noch diese Steine da runtergerollt. Also das wird richtig gemein wieder. Na, na, Feuer, 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 nö? Okay, gut. So, oh scheiße. Einen Moment. Vielleicht kann man sich von hier heranziehen und beide mitnehmen. Das wäre mal ganz cool. Ja, ja, jawohl. In einer Kettenreaktion beide mitgenommen. Kann ich mich vielleicht hier hochziehen? Nee, kann ich nicht. Schade. Dann gehen wir halt eben hier hoch. Ah ja, hier kommen ja schon auch diese Schattenhände runter, ey. Das ist richtig gemein. Aber bisher haben wir noch nicht gefailt. Von daher sollte ja wohl alles im Blut sein. So, okay, da ist nix. Okay, weiter geht's. Ja, jetzt könnte hier natürlich wieder der Felsen runterkommen. Hab ich mir doch glatt gedacht, oder? Wollte er mich glatt verarschen? Und ein weiterer Rubin. So, und die Tür ist offen. Damit bleibt auch die Zeit stehen. Oh, scheiße, gegenrennen. Egal. Vielleicht bekommen wir ja dadurch auch nur halben Schaden. Das war eigentlich ganz schön. Ja, zieh dich mal durchs Feuer durch und krieg keinen Schaden. Ist schön. So, das war der Raum, wo wir gefailt haben, weil wir die Krafthandschuhe nicht hatten. Ohne die rechten Hilfsmittel wirst du vor unlösbaren Aufgaben stehen. Ja, Wajabi. Warum soll ich denn vor einem Wolf weichen? Ich meine, wir haben gerne so oft besiegt, weil da sind solche Wölfe doch gar nichts, ey. Ja, komm, hier ein Wolf, ey. Zack, weg mit dir. Zack, weg mit dir. Der mit den Händen aus Silber wird den großen Block verschieben können. Ja, wir haben die aber schon aus Gold. Also, noch viel geiler. So. Okay. Truhe öffnen, was ist da drin? Vielleicht kleiner Schlüssel, wäre ganz gut. Nee, Pfeile wieder, okay. Zack. Befindet sich nichts hinter, alles klar. Da soll man wieder die Leute verarschen, die dann keine Ahnung haben. Und denken, okay, da ist eine Tür, gehe ich mal durch. Oh, scheiße. Ich weiß allerdings gar nicht, wie das aussieht, wenn man jetzt so eine Tür öffnet. Ich glaube, da passiert gar nichts, sondern die babbelt dann nur rum. Navy? Die, ja, genau. Mhm. Scheiße. Warum ist denn jetzt die Tür zu? Irgendwas muss es hier in diesem Raum noch geben, Leute. Irgendetwas. Hm. Ich zeig einfach mal die Tür. Mit den Bomben. Vielleicht ist da hinten noch so ein Gang. Keine Ahnung. Könnte ja sein. Okay. Die Wand ist normal. Also es hört sich jetzt nicht so an, als wäre da irgendeine zersprengbare Wand hinter. Gibt es ja manchmal. Da ist nix. Das auch nichts. Ja, geil. Jetzt ist hier die Tür verschlossen und ich komme jetzt trotzdem nicht weiter. Finde ich irgendwie gemein. Zack. Zack. Keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll, Leute. Ich hoffe, das bleibt abgespeichert. Dann gehe ich erstmal woanders längs. Weil so kann das ja wohl nicht weitergehen. Vielleicht muss man das irgendwie von einem anderen Raum aktivieren oder so. Gibt hier ja mehrere Räume. Ja, genau, lauf gegen, ey. Da! Wir haben ja jetzt aber mittlerweile schon schön viel Leben, da macht uns das gar nichts aus, dagegen zu laufen. Steak! Ja,
Übrigens, Link hat immer noch nicht sein Steak bekommen, was wir ihm versprochen haben. Aber naja, vielleicht bekommt das ja, wenn er alle Herzteile gesammelt hat und alle Items hat. So, dann gehen wir mal durch den mittleren Gang und schauen mal, was da los ist. Blop. Ah ja, habe ich mir gedacht. Bemühe dich mit ganzer Kraft, alle Schlüssel zu erhalten, damit du dir unseren streng gehüteten Schatz verdienst. Und der ist halt da, dort in der Mitte. Und wir müssen jetzt einfach mit unseren Schlüsseln, die wir bekommen haben, immer wieder die nächsten Türen aufschließen. Ja, wie machen wir das? Also, wir gehen jetzt erstmal dann ganz rechts. Haben wir jetzt keine Wahl mehr. Von uns aus gesehen jetzt natürlich links. So, dann schauen wir mal, was sich dort befindet. Ah. Du hast nur begrenzt Zeit, um alle Gegner zu beseitigen. Na gut. Dieser Zyklop gehört bestimmt auch mit zu den Gegnern. Zack, du bist weg. Zack, und zack, du bist auch weg. Ja, jetzt kommt dieser Laser-Phaser-Tower. My fire and my laser. Oh, scheiße, Mann. Muss man immer gut in Bewegung bleiben. Zack, und... So, da, da. Eine Truhe erscheint auch nochmal zusätzlich. Und... Ching. Ah, ein weiterer Schlüssel, das ist auch schon mal gut. So, dann schauen wir mal gleich, was dahinter ist. Aha. Überquere den feurigen See. Na gut, wird ja wohl nicht so schwer sein. Oh, scheiße. Ja, okay, doch. Habe ich mir glatt gedacht. Da sind irgendwelche kleinen Fallen. Na gut, Auge der Wahrheit. Du wirst hier gebraucht. Sprechen wir dich mal an. Aha. Gut, du wirst ja doch nicht gebraucht. Dachte jetzt, weil Navy wieder grün aufleuchtete. Könnte ja sein, dass hier irgendetwas versteckt ist. Aber hier ist ja auch noch ein Schalter. Der ist ja auch nicht umsonst da. Hä? Was hat das jetzt gebracht, bitteschön? Jetzt haben wir den Schalter umgelegt und dann bringt das noch nicht mal was. Sehr geil. Gut, dann müssen wir hier wohl einfach mal die Gleitschuhe anziehen, weil sich das sonst hier nicht lohnt. Wow. Ja, und jetzt war ich natürlich ungünstig auf der Kante und bin runtergefallen. Doof. So, dich nehmen wir jetzt mit. Dich nehmen wir jetzt mit. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wow. Ach. Seht ihr, aber wenn man jetzt nicht an der Kante ist, dann hält sich Link natürlich problemlos fest. Also da ist dann nicht so wirklich ein Problem. So, hier rüber. Hier rüber. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Anlauf holen. Ja, jetzt, also ohne die Gleitschuhe wäre das hier zum Beispiel auch unschaffbar gewesen. Da. So. Hier nochmal rauf. Oh, scheiße. Wo soll ich das denn wissen, dass da auf einmal Feuer kommt? Ach so, dafür ist der Schalter. Dann sag mir das mal einer. Scheiße. Gut, dann weiß es jetzt wenigstens. Weiß ich jetzt Bescheid, merke ich mir, Feuer geht aus. Aber dass mir das auch nicht aufgefallen ist, ne? Einfach. So. Hier ist ja eigentlich das Feuer drauf. Also müssen wir hier weg. Ich dachte, das wäre dieser brennende Skelettkopf, der mich da runtergehauen hätte. Aber das ist ja wohl auch nicht der Fall. Okay. Und ranziehen. Hey, ja. Ja, und es öffnet sich natürlich... Beide Türen? Hä? Und da oben ist ein Schlüssel? Gut, jetzt bin ich mich irgendwie ganz doll verarscht. Okay. Gut. Finde den geheimen Durchgang in diesen Raum. Och Mann. Was ist das jetzt für ein Käse hier? Ja, jetzt habe ich immer noch die Gleitschuhe an. Das ist nicht so gut. Finde ich relativ unvorteilhaft, wenn man jetzt die ganze Zeit rumglitscht. Ja, zack. Oh, zack, oh, zack. Ja, du bist weg. So, und du darfst auch gleich Tschüss sagen. Zack, gefangen habt. Watch out! Zack. Ja, okay, da kommt gleich die Fledermaus runter und man muss nach vorne drücken, damit Link nach oben schlägt. So. Das Gitter geht wieder auf, das Feuer geht aus wahrscheinlich, oder? Hä? Nee. Nur eine
Truhe scheint? Okay. Gut, dann werden wir die Truhe einfach mal öffnen. Zack. So, was da drin? Ja, Pfeile, leck mich doch. Warum ist da denn so eine Scheiße drin? Brauchen wir doch nicht. Okay. Brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht. Hä, aber man kann... Hä? Okay. Macht nicht so viel Sinn, nach meiner Meinung nach. Steak! Und Steak. Ja. Vielleicht ist ja irgendwas da unter, irgendwie so Schlüssel oder so, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Zack. Oh Scheiße. Und Steak. Und Steak. Aber hier gibt's auch keinen Durchgang oder so. Nee, okay. Gut, nee. Ah, da haben wir schon mal einen Übeltäter gefunden. Steak. Und da haben wir den zweiten Übeltäter gefunden. Steak. Aha, hier gibt es also wirklich viele Rätsel. Okay, mit dem Sprungschlag kommt man hier nicht wirklich weit. Muss man halt eben nochmal draufkloppen, nicht wahr? Gut, dann mit hätten wir jetzt alle erstmal entfernt und sehen, dort ist eine Schalte. Dann werden wir den gleich mal aktivieren und sehen, was passiert. Das Feuer geht aus, okay. Öffnen wir die Truhe, was ist drin? Kleine Schlüssel? Jawohl. Und um weiterzukommen, brauchen wir dann wohl hier den Feenbogen, um dort das Auge zu aktivieren, und dann öffnet sich die Tür. Zack. So, damit können wir dann da auch durch und dann geht es weiter. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Egal, Leute, ich beende erstmal hier den Part und im nächsten Part machen wir dann weiter hier im Gerudo Trainings Area. Okay, gut, dann bis dann. Ciao.